Hier bewahren wir unsere Biografien von historischen Figuren auf. Am meisten mag ich Ada Lovelace. Wow, Papa dreht in letzter Zeit wohl etwas durch. Was ist mit diesem riesigen Schloss? Hätte ja sein können, Entschuldigung. Scheint sicher zu sein. Fiara, gute Nacht. Bis dann. Danke, dass du so lange da warst. Okay. Klingt auch sicher. Sie ist von innen abgeschlossen. Ich sehe diese Schwein Walter vor mir, diesen Perversling. Und der Damm. Walter. Da war gerade schon wieder Herzschlag, ihr habt's gehört. Zählerräume, Lagerräume, hier ist alles verschlossen. Okay. Geh doch rein. Dämon erscheine. Nichts da. Gut, dann können wir jetzt gerade nur zu den Wohnungen gehen. Ich kann natürlich hier noch die Münze einwerfen, schnell, aber... sehen, was die Zukunft bringt. Botschaft 1 von Solta. Eine Vorhersage aus dem Solta-Wahrsageautomaten. Du hast etwas vergessen. Erinnere dich und du wirst gesegnet sein. Ja. Genau, die waren beide zu. Wir warten kurz. Hier gibt es super viele Türen. Wir gucken uns erstmal den ganzen Hof an, würde ich sagen. Die Tür ist sicher. Die Tür ist auch sicher. Der Grill ist stark verrostet. Er scheint mit jedem Regentropfen immer weiter zu verfallen. Ja, dann sollte er hier vielleicht nicht stehen. Was ist denn der Tonne? Sieht aus wie Müll. Da ist etwas unter den Apfeln begraben. Soll ich es herausnehmen? Ja, was soll passieren? Eine Silbermünze. Die Nachbarn nutzen diesen Ort als Geräteschuppen.
Da liegt etwas aus dem Tisch. Ich frage mich, ob ich mich irgendwie reinschleichen kann. Ih, was ist denn da am Fenster links? Leute! Was ist denn das da links? Ich denke, diese rostigen alten Sachen gehören jemandem im Block 3. Warum sind sie hier? Ich sag euch was, ich gehe nochmal zurück. Zum freundlichen Automaten. Kann sie mal bitte ihr Feuerzeug wieder anzünden? Wieso geht mein Feuerzeug nicht an? Geht doch. Einmal komplett durch den Raum hier latschen. Auch lästig. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Spielen und gewinnen, spielen und verlieren. Hast du Zweifel? Geh direkt durch. Keine Ahnung, ob uns das nochmal irgendwie weiterhilft, aber... Hat's aber gerade kräftig geklopft. Sie möchte hier gerne rein, aber weiß nicht wie. Dann kommt das sicherlich noch. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht gleich wieder. Natürlich. Natürlich, du hattest einen Job, Mädchen, einen. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Machen wir doch direkt. Ab in den Keller. Jetzt bin ich in einem Hausflur. Der Aufzugsschacht ist so gruselig, ja? Zugang für Anwohner. Ich finde es ein wenig schaurig. Ende des Schichtberichts. Datum 11. August 89, Nachtschicht. Eingereicht um 7 Uhr. Wachmann Sullivan Walter. Code steht auch dabei. Vorfälle. 22.38 Uhr. Bei einem Kontrollgang entdeckte ich ein kleines Leck in einer der Wasserleitungen. Ich stelle einen Eimer darunter und benachrichtige den Versicherungsträger des Gebäudes. Um 1.13 Uhr, ich höre ein Klopfen an der Haustür. Ich gehe zur Tür und frage, wer der ist. Erhalte aber keine Antwort. Das Klopfen hört auf, als ich die Tür öffne. Kann ich aber niemanden auf der Straße sehen.
Um 4.40 Uhr. Ich glaube, eine Melodie hinter mir zu hören. Ich gehe in den Innenhof und finde Herrn Isaac Färber barfuß und mit nichts als einem blauen Pyjama bekleidet. Seine Augen sind geschlossen und in seinen Händen hält er eine Spieluhr, die eine seltsame Melodie abspielt, während er langsam weitergeht. Er reagiert nicht, als ich ihn rufe und geht durch die Tür zu seinem Laden. Kein Kommentar dazu? Das als Zeichen, seid ihr da, ist wirklich... Wenn jemand seinen Job machen würde und da wäre, müsste ich nicht einbrechen. Verdammt, warum zahlen wir eigentlich dafür? Angeblich ist das Gießen der Pflanzen eine Gemeinschaftsaufgabe. Jemand nimmt es damit wohl nicht sehr ernst. Kamera bewegen. Jan Norton. Alle wichtig? Kimberly. Wüsste gerne, ob ich jetzt in jede einzelne von diesen Wohnungen muss. Diese Geräusche, ich krieg schon Tinnitus. Ich sehe Simon nicht. Oder dieses Schwein, Walter. Aber ihre Schlüssel sind drin. Kann ich die Schlüssel erreichen, wenn ich den Bügel verbiege? Vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie greifen kann. Nicht bewegen. Ich brauche wahrscheinlich ein Werkzeug. Sie meinte ja was von wegen, dass da ein Werkzeugraum ist. Vielleicht kann ich damit den Draht verbiegen. Und dann komme ich ins Haus rein. Habe ich die Tür versucht aufzumachen? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann kann ich hier erstmal noch gar nichts machen. Die ist zu. Die ist zu. Dieses Gebäude ist wirklich alt. Es hat sogar noch einen Eingang für Kutschen. Er wurde seit schon nicht mehr verwendet. Ich weiß nicht, wie lange. Jahrhunderte? Okay. Das geht nicht ganz so leicht an. Block 4, dort ist doch meine Wohnung. Natürlich ist die Tür verschlossen. No. Tür zu diesem Block klemmt. Das ist seltsam. Selbstverständlich abgeschlossen.
Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich auf jeden Fall hier irgendwie rein. Auch zu. Wie komme ich da rein? Sie hat irgendwas von reinschleichen gesagt vorhin. Ich meine, da ist, glaube ich, ein Fenster offen, aber dafür müsste ich da erstmal hochkommen. Herzattacke einfach. Herzattacke einfach. Ich muss nicht immer schreien, Alter, um umzusterben. Ja, 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 ja. Mann, habe ich mich erschrocken. Okay, mir geht's gut. Schmerzen lassen bestimmt gleich nach. Kein Problem. So, wir haben eigentlich noch gar nichts erreicht. Unten kommen wir nicht lang. Da ist zu, da ist ein Schloss. Da komme ich auch nicht lang. Da ist zu, da ist zu, da ist versperrt, da ist zu. Da geht's runter. Weiter. Irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Ich glaube, ich brauche gleich mal Hilfe. Horrorspiele zehren mich auch extrem aus. Also, psychisch. Dead by Daylight kann ich die ganze Nacht, den ganzen Tag spielen. Aber das hier ist Schwerstarbeit. Mir wird gerade gesagt, ich habe ja was durch das Kellergitter fallen lassen. Ja, ich dachte, ich suche den Keller. Ich dachte, ich bin auf der Suche nach dem Keller. War ich schon mal im Keller? What the hell? Die Sequenz hatten wir vorhin aber noch nicht. That door is reinforced with steel. I doubt I could hear anything on the other side.
Ja. Hier war irgendwo ein Fernseher. Da. Springt mir gleich was ins Gesicht. Da springt einem doch immer irgendwas ins Gesicht. It's gone now. But how did it get in there in the first place? Warum sind die mal alle so gechillt? Was hinter der Tür auf mich gewartet? Ekelhaft. Eine eigenartige Kühlschrankverzierung. Wie lange dieses Zipperfeuerzeug braucht, um wieder anzugehen? Ich merke, dass meine Konzentration langsam den Bach runtergeht. Oh, ich liebe es. Jedenfalls, ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Anhänger jetzt machen soll. Vielleicht, wenn das ein Magnet ist, vielleicht kann ich den damit angeln, den Schlüssel. Ups, jetzt habe ich aus Versehen mein Feuerzeug ausgemacht. Bitte schnell wieder anmachen, bitte schnell wieder anmachen. Danke, danke, danke. Also dieses Spiel hier ist sehr viel gruseliger, als ich gedacht habe. Ich habe es wahnsinnig unterschätzt. Ich hatte gehofft, dass es nicht so gruselig wird, habe befürchtet, dass es gruselig wird und es ist tatsächlich gruselig. Also, Kiki, erinnerst du dich noch, dass ich gesagt habe, dass ich Bauchschmerzen habe, weil ich vor dem Spiel so große Angst habe? Ja, einfach nur ja. Nun. Nein, bitte nicht. Es kann dich nicht sehen, aber es kann dich definitiv hören. Weglaufen ist zwecklos. Du musst ruhig bleiben und leise sein. Dazu musst du deine Atmung kontrollieren und dich vorsichtig bewegen. Versuche, den Kreis so nah wie möglich am weißen Hintergrund zu halten. Was? Wenn es deine Gegenwart spürt, kommt es mit jedem Fehler, den du machst, immer näher. Lass dich nicht erreichen. Nein, bitte nicht. Anni, gute Nacht. Versuche, den Kreis so nah wie möglich am weißen Hintergrund zu halten. Keine Ahnung. Ich muss das probieren, Leute. Das kann. Es wird entsetzlich.
was that thing? I must be hallucinating. Ich hasse es. Jedes Mal irgendeine neue Scheiße, Leute. Warum mache ich das überhaupt? Warum spielen wir dieses Spiel nochmal, Chat? Warum? The Song of Horror, Nina. Das ist ein tolles Spiel, Nina. Ist gar nicht schlimm, Nina. Yippie! Aber machst du gut. Jetzt kommt dieser Insider auch noch zu mir. Bitte. Please don't. Machst du gut. Mm-mm. Ich dachte, ich kann jetzt mit den Magneten da rein. okay. Ich habe gedacht, ich kombiniere irgendwie die Magneten mit dem Kleiderbügel. Aber ich brauche irgendwie immer noch Werkzeug. Ich gehe raus jetzt. Es ist... Legit, guckt euch diese Karte an. Es ist einfach alles verschlossen. Schlüssel, 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 X, X, Schlüssel, Schlüssel, Schloss, Schloss. Es ist alles verschlossen. Ach, wie komme ich denn da durch? Betrachte nochmal die Magneten. Die Kombination von Bügel und Magnet sollte eigentlich funktionieren. Mann, wieso mache ich das jetzt hier ständig? Wollt ihr mich verarschen? Woher soll ich das denn wissen? Wieso war denn da kein X und nichts? Ach Leute, come on. Das ist manchmal doof. Bei Resident Evil, wenn du den Gegenstand angeguckt hast und den gedreht hast, dann hat er dir mal ein X angezeigt, so wie du kannst diesen Gegenstand nochmal extra nehmen oder du kannst diesen Gegenstand extra öffnen. Und dieses Spiel so, ja, du kannst dir den Gegenstand von allen Seiten angucken. Ich habe jetzt einfach nur wahllos Knöpfe gedrückt. Leute. Not nice. Not helpful. Das heißt, ich habe total richtig gedacht, nur ich kenne das halt so, dass Kühlschrankmagneten komplett magnetisch sind, dass man da nicht was rausnehmen kann. Wer sollte ich das denn wissen?